im Pokal, 9 schon in der Meisterschaft. Justin Eilers ist Dresdens Tormaschine, der Mann, den Sie in der Kabine nur Eile nennen. Apropos Maschine, Eilers ist auch das aktuelle Motiv der T-Shirt-Kollektion von Dynamo-Kollege Teixeira, angelehnt an das I'll be back vom Terminator. Prangt ein fettes Eile be back auf der Designer-Textilie. Stefan Bürger, Dresdens Trainer, lässt heute die gleichen 11 ran wie am Dienstag gegen Bochum. Erdmann Hefele in der Innenverteidigung. Dann Vierer Raute, Müller defensiv, Dürholz hinter den beiden Spitzen. Und das sind Kombalios und eben Justin Eilers. Tolle Kulisse. 23.500 im Stadion. Und die Sonne scheint auf den K-Block in dieser ersten Halbzeit. Noch nie hat Dynamo gegen die Kickers gewinnen können. 4 Anläufe. Vielleicht ja im 5. Das ist Gerrit Müller. Ex-Dresdner, seine 2. Saison bei den Stuttgarter Kickers. Müller direkt, Kirsten hat ihn. Zurück in Dresden, 3 Jahre hat er gespielt bis 2011. 88 Spiele absolviert. Es war ein tragisches Ende für ihn. Im Mai 2011 bei diesem denkwürdigen Relegationsaufstiegsspiel in Osnabrück gibt er den Pass zum entscheidenden Tor und dann der Kreuzbandriss kurz vor Schluss. Hat nie eine Chance bekommen, dann in Liga 2. Gemischte Gefühle heute bei der Rückkehr an die Elbe. Dresden nach dem Pokal 2 Tage mal ohne Ball. Kombalios, ungenau der Pass auf Eilers. Am Mittwoch haben sie nur auf dem Fahrradergometer gesessen. Am Donnerstag haben sie alle Zumba getanzt. Hier allerdings wird es nichts mit dem Tänzchen gegen die Stuttgarter Innenverteidigung. Max Stein hat aufgepasst. Gestern dann natürlich das Abschlusstraining. Stuttgarts Trainer aus Steffen hat eine spielerisch tolle Mannschaft zusammen, die ein Problem hat. Auswärts geht fast gar nichts. Erst ein Sieg, das gegen den HFC, das war bisher nicht allzu schwer in dieser Saison. Insgesamt nur 5 Punkte. Matthias Fetsch, Müller, Kombalos. Tekerci, der hat mehr Geschwindigkeit. Sinan Tekerci drin im 16er. Eilers und Corbinian Müller. 26 Minuten gespielt. Dynamos erste dicke Chance. Den erwischt er nicht ganz. Und dann fährt Corbinian Müller noch die linke Pranke aus. Aber stark wie hier Tekerci gegen Starostzik durchgeht. Der Rückpass. Und Justin Eilers mit der guten Chance aufs 1-0. Der Pfosten als Frustableiter hat er auch am Dienstag zweimal gemacht. Danach gab es noch 2 Tore. Gutes Omen. Die Kickers mit der direkten Antwort. Sandro Braun, Kapitän. Wieder Müller, herrlich gemacht, mit der Hacke weitergeleitet auf Leutenecker. Stark gemacht, die Vorarbeit vor allem von Gerrit Müller. Hier zu sehen, drehen, dribbeln, gewitzt am Ball. Der ist, wie sein Trainer sagt, scheiße zu verteidigen. Die Kickers mit starkem Pressing. Kreuzer mit dem Rückpass, dann lässt sich Benny Kirsten zu viel Zeit gegen Soriano. Er schimpft da zwar mit seinen Vorderleuten, aber das Ding geht eher auf seine Kappe. Den muss er direkt zurückspielen ins Feld. Dadurch wird es dann nochmal gefährlich. Hatte genügend Zeit hier zu spielen. Glück für ihn. Das war's dann auch schon mit der ersten Halbzeit. 0-0. Sonne weg vom Rasen, es frischt auf. Stefan Böger vom Spätsommer in den Herbstmodus. Wir haben ja auch schließlich den 1. November. Die zweite Halbzeit. Justin Eilers, 3 gegen 4. Geht nochmal quer und kommt dann zu Fall. Felix Brüch, unser WM-Schiedsrichter, ist sofort da. Wird dort Marco Geiser auch gleich gelb zeigen. Und das tat verdammt weh. Riesenschrecksekunde. Der hält sich das rechte Knie. Wir schauen noch mal hin. Geiser erwischt ihn. Hier. Knie auf Knie. Das tut so weh. Sie hören die 25.000. Mit ihren Sprechchören wollen sie ihn wieder auf die Beine bringen. Stefan Böger, der leidet mit an der Seitenlinie. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Eilers muss runter.
Nicht nur der Rücken, jetzt auch noch das Knie. Noch einmal hier die Aktion. Für die Geiser gelb sieht. Es geht dann zum Glück weiter. Humpels hin und her. Der Stutzen über das kaputte Knie. Und rechts hinten sehen Sie Justin Eilers zurück im Spiel. Häfele, Kapitän auf Rizogic. Mal nicht spielerisch, sondern hoch. Dürholz völlig frei. Tekerci, Sinan Tekerci, Tor! 1-0 Dynamo nach 54 Minuten. Direkt vor der schwarz-gelben Wand. Das erste Tor für Dynamo im 11. Spiel. Der hat's gemacht, der Tekerci, der Kampfzwerg, wie sie ihn in der Mannschaft nennen, 1,71 groß. Das macht er stark, aber wie frei kann denn hier Luka Dürholz vorlegen? Da haben sie gepennt, die Stuttgarter. Der hat schon ein großartiges Spiel über die Verlängerung gemacht, kurz vor Ende ausgewechselt gegen Bochum. Und jetzt trifft er hier. Oh, ein herrliches Gefühl. Und Justin Eilers, der war Sekunden vorher ins Feld zurückgehumpelt. Alle rennen zu Tekerci. Eilers setzt an, will auch hin und merkt dann, oh mein Gott, das sind ja 30 Meter. Ich drehe mal lieber um und lass mich noch ein bisschen behandeln. Dresden liegt vorn mit 1-0. Die Kickers allerdings alles andere als geschockt. Sie machen das klug, lassen den Ball weiter flach laufen. Sie haben einen Gerrit Müller, der gewitzt ist, der gute Vorlagen gibt. Hefele stark gegen Bonzo. Und geklärt von Kreuzer. Edwini Bonzo, Randy sein Vorname. Aber Michael, der Hefele mit dem gesunden Tackling. Bonzo in der Halbzeit für den gelb-rot gefährdeten Bagnon. Tobias Müller eben gerade für Dürholz in die Partie gekommen. Kombalios, Eilers. Chance scheint vorbei. Trotzdem findet er noch die Lücke zum Schuss mit dem linken Fuß. Corbinian Müller mit dem Wackler da. Hätte durchaus gepasst. Die Chance für Justin Eilers über den Stefan Böger. Es ist ein Typ, den man an der langen Leine lassen muss. Die beiden, die brauchen keine großen Worte. Da reicht ein Blick. Und beide sind klar miteinander. Ja, das war ein bisschen lässig von Hefele, ne? Wie er Bonzo laufen lässt. Sie liegen vorn. Das war ja so ein bisschen die Befürchtung. Wir erinnern uns an den Pokalerfolg gegen Schalke. Da folgten zwei Niederlagen danach. Gegen Erfurt und Kiel. Das sieht heute besser aus. Bonzo, zwei Tore schon erzielt in dieser Saison. Dann 10 Minuten vor dem Ende kommt Kirin Moll zurück für Kombalios. Am 19. September hatte er einen Innenbandriss im Knie. Ganz wichtiger Mann fürs defensive Mittelfeld. Gestern zum ersten Mal Training mit der Mannschaft. Nächste Woche geht es gegen seinen alten Verein Haching. Da will er wieder mit dabei sein. Zurück zum aktuellen Spiel. Bonzo viel zu frei. Überhastet. Glück für Dresden. 15 Meter hat er alle Zeit, sich den Ball zurechtzulegen. Trifft ihn nicht ganz. Leichte Beute für Benjamin Kirsten im Dresdner Tor. Stefan Böger. Der weiß natürlich, das Ing ist hier noch lange nicht durch. 3 Minuten noch zu spielen. Bonzo. Müller macht das stark gegen Hefele. Schön frei geblockt von Soriano und Kirsten. Gerrit Müller, der will natürlich hier, wo nicht gerade im Guten gegangen ist, zeigen, was sie eigentlich vermissen sollten an ihm hier in Dresden. Kirsten macht sich ganz lang und ist noch am Ball. 1-0. Sie liegen noch vorn. Die letzten 60 Sekunden Nachspielzeit. Corbinian Müller, der Keeper im Dresdner Strafraum.
Kreuzer spielt den Ball nicht weg. Mit der Grätsche Müller, Marc Stein und nochmal Eckball. Halimi und Bonsu laufen da raus. Tekerci, Rzogic bei ihnen. Halimi, versetzter. Rzogic, Halimi. Und der Ball ist drin. Das gibt's doch nicht. Moll rutscht ihm nur entgegen. Und Marc Stein hält den Kopf vor Hefele hin. Der Ausgleich in der letzten Sekunde dieses Spiels. Wie bitter ist denn bitte schön das? Das macht er natürlich großartig, der Halimi. Sieht, wie Tekerci und Rzogic auf ihn einstürmen. Geht dann hinüber zur Grundlinie und findet mit dem Chip die Lücke. Justin Eilers, kurz vorher ausgewechselt. Rücken, Knie, sogar ein Feilchen hat er bekommen. Jetzt sieht er, was da passiert und ist fassungslos. Bei Luca Dörholz muss die Bande zweimal herhalten. Eilers unfähig zu einer Reaktion und auch beim Trainer dauert es 14 Sekunden, bis der Wahnsinn im Kopf ankommt. 1-1 Dynamo verschenkt in letzter Sekunde zwei Punkte. Wenn du den Sieg herschenkst, ja, mit einer ganz einfachen Aktion, die man einfach besser verteidigen muss, dann ist man schon sauer. Was war denn das Problem da hinten? Das war ja eigentlich nur noch einmal abwehren, Menscheskinder. Ja, sagt man so leicht. Einmal abwehren. Ich denke, der Halimi macht das gut mit Körpertäuschung. Dann ist er durch, läuft in 16er rein und macht das natürlich überragend. Und wir stehen dumm da. Ne? Sie würden ja im Spiel ganz schön massiert. Das Knie war mal ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Das Gesicht auch. Was tut momentan am meisten weh von den drei Stellen? Ich denke keine. Ich denke, die verlorenen beiden Punkte tun am meisten weh. Ja, sowas darf uns einfach nicht passieren. Natürlich sind sie geknickt. So nah dran am Dreier. Dresden in der Liga nun schon seit 4 Spielen ohne Sieg.